So, herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme auf meinem Kanal. Ganz frisch am Start hier auf YouTube. Und ja, wir spielen heute Dragon Age. Ich habe ja schon mal ein paar Videos hochgeladen zu The Witcher 3. Und natürlich zu The Dragon Age. Halt die Augen offen. Ja, ich halte die Augen offen. Ich gehe mal ein Stück weg, damit uns nicht mehr so nervt. Und ja, ich habe das Spiel schon relativ weit gespielt. Ich weiß nicht, wie weit es noch geht. Bin auf jeden Fall in den erhabenen Ebenen. Wer's schon mal gespielt hat, ich habe einige Gebiete schon freigeschaltet. Und ja. Genau, ich bin Stufe 22. Genau, wenn man Skill Tree sehen möchte, ich bin Schurke, kämpfe also mit zwei Dolchen, bin kein bisschen auf Bogen gegangen, Bogen interessiert mich nicht. Genau, ein bisschen Gift ist interessant und Verstohlenheit, Unsichtbarkeit und Schaden von hinten machen. Genau. Mein Inventar, meine Ausrüstung, ich habe bisher eine Kundschafterrüstung, glaube ich, ist das. Genau, Kundschafterrüstung. Meine Waffen sind Doppelkling mit meisterhafter Fertigung. Die behältst du bitte an. Einmal 10%ige Chance, also verbogene Klingen mit 5 weiteren Angriffen zu machen. Und 10%ige Chance, einen Kettenblitz zu machen, der 75% des Waffenschadens Schaden verursacht. Habe ich das so? Ja. Das stimmt. Grammatikalisch meine ich. So, what the fuck ist das? Einsatz freischalten. Ja. Inquisitionssoldaten könnten den Weg freiräumen. Gut. Haben wir nur einen Einsatz. Ist ja nicht so, dass wir schon genug davon haben. Dann ist ein Turm. Geil. Cool. Da hinten ist ein Eidoslager. Ich kann schwören, hier ist irgendwo ein Drache. Ich glaube, das ist der Wyvern, der Schneewyvern von der Vivienne. Der Erbauer schließe dich in seine Arme. Yep. So, Wolf die. Genau, das war das. Das war das mit den verbogenen Klingen. Da vorne ist ein Riss, den du mir mal schließen. Elfenwurz kann man mal gebrauchen. Was ist denn da? Hat jetzt gerade so gemurmelt. Schon wieder Wölfe. Nee, lass mich jetzt in Ruhe. Ich hab's keinen Bock. Echt? Danke. So. Stecken wir uns mal kurz. Waffen vergiften. Dann auf ins Getümmel. Ich will springen, Alter. Ui, ja. Geh mir nicht auf. Geist, mein Gott. Mann. Wie schlecht war. Bäh. Alles klar. Geht da schon mal beschissen los. Noch nicht. Gut, dann machen wir das Ganze eben so. Und Riss ins Nichts schließen. Bam. Geschafft. Okay. Wiedergänger Herz, lecker. Nehmen wir mit. Und das nehmen wir mit. Das tun wir beanspruchen. Das gehört jetzt der Inquisition. Und dann haben wir hier vorne noch was, was wir beanspruchen können. Eine Steintafel. Sehr interessant. Gut. Genau. Vielleicht noch zur Info für euch. Ich lese mir wenig durch. Ich bin ein sehr fauler Mensch.
Mich interessiert das zwar, was da geschrieben steht, aber ich hab nicht den Elan dazu, das alles durchzulesen. So, hier ist was versteckt. Getränke von Sidas. Genau. Oder Flasche an der Wand. Joa. Genau, Flaschen an der Wand. Geht klar. Hinten ist noch ein Tor. Waren wir da schon? War ich da schon? Gucken wir mal auf die Karte. Ich war da noch nicht. Da hinten ist nämlich noch dieser Schädel, womit wir Scherben aufsammeln können. Oder finden können, besser gesagt. Und dann gehen wir zu den Orten, wo wir die Scherben gefunden haben, von den Aussichtspunkt. Und mit diesen Scherben lassen sich dann in einem anderen Gebiet Türen einer alten Ruine öffnen. Und ja. Ah, hier lässt sich ein neues Gebiet erschließen. Da kommen wir dann zu dem Turm, den wir vor uns gesehen haben. Cool. Nächster Einsatz. Sind die Leute auf der anderen Seite schon eingeschlossen? Gut, dann würde ich sagen, gehen wir zu diesem... Was ist da oben? Ne, das ist ein Geländer. Ich dachte gerade, ist das irgendwie eine große Truhe? Aber nee. Egal. Jetzt gehen wir da zu dem Turm da hinten hin. Okay, ich wollte gerade gucken, ob ich da reinfallen kann, aber... mich festbacken kann und dann nicht mehr rauskommen kann und... ja. Naja, sehr schön. Leichen. Ja, da haben wir schon den Aussichtspunkt hier. Da oben ist er. Schau mal, da dürfen wir dann in den Häusern suchen. So wie der positioniert ist, oder? Jupp. Westlichen Welle. Die habe ich doch schon freigeschalten. Warum habe ich dann noch nicht den... Egal. Das sind Welle. Da gibt es mehrere davon. Und die Welle waren verflucht. Da war ein Scheiterhaufen, wo... ja, die habe ich einfach verbrannt. Komplett. Sodass keine Leichen mehr drin liegen. Und ja... seitdem, also kommen keine Untoten mehr und dann lassen sich, haben sich da Menschen wieder gelöschen. Ah, das sind die Getränke von Cedars. Sind aber auch Flaschen an der Wand. Alles klar. Ah, hier war... nee, hier war ich noch nicht. Aber den Turm kenne ich. Den haben sie anscheinend auch schon an anderer Stelle schon mal hergenommen. Egal. Irgendwie kam der mir jetzt bekannt vor. Letzte Worte, der Trauer überlassen. Ansehen. Jetzt dürfen wir suchen. Ich könnte fast wetten. Ne, da hinten ist nichts. Okay. Nummer 1. Nummer 2. Wie weit? So weit. Okay. Nichts mehr. Da ist auch nichts mehr. So, Wölfe. Okay. Da oben ist auch nichts mehr. Jetzt kommen wir denn hier noch rüber. Wo sind die Wölfe? Wo sind die Wölfe? Ich sehe nicht hin. Da jetzt einfach mal. Jo, sie sind tot. Würde ich mal sagen. Jetzt lass mich vorbei, bitte. Danke. Jetzt aber. So. Müssen wir noch suchen. Hallo. Da jetzt. So, jetzt dürfen wir ansehen. Alles klar. 3 von 5. Wo sollen denn hier noch welche sein? Ich hab's doch schon alles abgeguckt. Nix. Da oben war nix mehr. Vor meiner Nase ist auch nix mehr. Da oben ist auch nix mehr. Da ist
Auch nichts mehr. Da liegt noch einer. Und da. Joa. Really, really nice position. Und der sitzt. Ach Gott. Auf diesen kleinen Winkel einfach mal. Vier Scherben auf so einem. Naja. Die holen wir jetzt noch schnell. Und ja, jetzt aber. Also hier, nee. Du sollst da jetzt hier so. Pfad der Flammen. Genau. Dämonen. Und Untoter. Ja, so. Das nehmen wir mit hier. Und dann gucken wir mal da hoch. So, wer löst. Geh mal neuf hier. So. Alle hopp, alle hopp, alle hopp. Yay, ich bin so glücklich. So, das haben wir. Dann ist hier drüben noch was. Die Quest hat wohlgemerkt nichts zu bedeuten. Kann ich? Ja, rasten wollte ich jetzt eigentlich nicht. Garten der Himmelsfeste. Das wollte ich machen, genau. So. Das wollte ich noch unbedingt machen. Ein grüner Garten. In unserer Himmelsfeste. Where are you hiding? Wo bist du? Da oben. There you are. So. Der besänftigte Geist. Öffne die nächste Tür. Genau. Können wir dann schon. Dit brauche ich. Du hast Fell. Na. Genau. Dich brauche ich. Auch dort. Aber bringt nichts, gibt's nichts, gibt nichts her. Blutstein. Moment, Blutstein aber mit. Kann man brauchen. Nee, komm. Ja. So, da versteckt sie sich. Die 14. Scherbe. Ihr wart also die rechte Hand der Göttlichen und Liliana die linke? Ja, und wenn ihr euch jetzt darüber lustig macht, dass die rechte Hand nicht weiß, was die linke treibt, verpasse ich euch eine Ohrfeige. Ich? Nicht doch. So einen schlechten Witz würde ich nie machen. Ja, stimmt. Liliana ist unsere Meisterspionin. Und Cassandra ist... Ja, ist so eine... Ja. Cassandra ist meine Gefährtin, sagen wir mal so. Oder eine Gefährtin. Genau wie Blackwall und sonstige Leute. Einige, die ich halt jetzt hier mit in die Gebiete als Verstärkung mitnehmen kann. Und Liliana war die linke Hand der Göttlichen und Cassandra die rechte. Genau. Und jetzt kam halt der Witz. Der Witz von ihr. Jetzt sag aber nicht, die rechte Hand weiß nicht, was die linke treibt oder irgendwie so. Es ist oben. Oben drauf. Also wie kommen wir hoch? That's the question here. Da kommen wir hoch, so. Dann müssen wir etwas balancen. Jetzt seine Arme. Ja, wenigstens so. Sind immer noch unsichtbar. Ah, nee, sind nicht runterfallen. Du. Nee. Nee. Noch ein Versuch? Ja, noch ein Versuch? Ja, komm, geh hoch. Oh ja! Ich habe jetzt keinen Millimeter weiter den Stick nach vorne. Jetzt komm.
Ja, nein, 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 falsche Richtung. Das schaffen wir heute noch. Schaffen wir heute noch. So. Okay. Nein. Ja, wir haben es geschafft. Jo, endlich. Wuhu. Wuhu. Freudensprünge. Yippie. Ich meine, Yippie. Das können wir auch gleich mal noch machen hier. Flucht. Flutwachtlager. Genau. Das ist ein Brief der verlorenen Soldaten. Alles klar. Nein, wir rasten jetzt nicht. Ich wollte nämlich schon wieder sprengen. Hier ist noch die Feuerrune, die Solus da eingesetzt hat. So. Ich glaube mal, die Briefe holen wir noch. Und dann wär's das auch für die erste Folge eines Spreits fortgeschrittenen Let's Plays. Und zwar nicht die Qualität, sondern die ja, Spielstand weiter. Ja, keine Ahnung, wie man dazu sagte. Mir fällt jetzt nichts ein. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. So. Na los. Wo ist es? Das sieht gut aus hier. Das sieht gut aus. Ist hier ein Brief? Ja, hier ist ein Brief. Das stimmt. So, die anderen beiden einmal da und kommen wir da jetzt so einfach hin. Ja. Schaut gut aus. Schaut gut aus. So. Yay. Yay. Yippie. Yippie. We are jumping over mountains. Little mountains. Au. Sind das Wölfe oder ist das eine Tröte oder? What the fuck is this? Sieht vielversprechend aus und ist auch vielversprechend. Oder auch nicht. Ah doch, da ist er. Plünder, nochmal. Hab ich nicht jetzt gerade? Hä? Ja, keine Ahnung. Ich habe anscheinend wohl zu schnell was Falsches gedrückt. Hm. Egal. Die Inquisition hier ist auch am Schlüssel. Da oben war es Fort Ravazan. So. Das sind die östlichen Wälle. Jop. Autsch. There are enemies behind us, but... Jo. Schon wieder weg. Da waren. Da waren sie. So schnell wie sie gekommen sind, waren sie wieder fort. Und jetzt ist etwas... Dämon. So schnell geht's. What? The next one. Joa. Das ging recht fix, würde ich jetzt mal sagen. Jetzt sind wir wieder hier. Wo heute alles begann. Joa. Los. Oh. Das sieht... Hä? Tatsache, da liegt ein Brief. Okay, wir haben alle. Jetzt bringen wir den per Schnellreise. Bringen wir den noch dort schnell dorthin und dann... Boah, was ist das? Oh, noch hinsetzen hier. Ja.
So. Jo, hier hoch und trainieren, alles klar. Da ist er, Feldwebe Moisaulut. Ich habe euren Gefallenen gefunden. Ich habe die persönlichen Habseligkeiten eurer gefallenen Soldaten geborgen. Das bedeutet ihren Hinterbliebenen sehr viel. Ich kann euch gar nicht genug danken. Es sind 7 Leute draufgegangen. Und letztens haben sie erst gesagt, sie waren Tausende. Und die in diesem Lager hier sind übrig geblieben. Jawohl. Ja, wenn ich mir, wenn ich jetzt hier so nachzähle, es waren 7, ja, die gestorben sind. Na Spaß. Also, ich glaube mal, das reicht für heute, für die erste Folge. Mit meiner Wenigkeit, wohlgemerkt. Die anderen sind ja ohne mich. Ohne meine lästige Stimme. Und ja, dann, wenn es euch gefallen hat, schaut die anderen Videos, schaut die nachfolgenden Let's Plays, wenn ihr wollt, wenn ihr Bock drauf habt. Und dann, ja, würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Oder auch nicht. Cheerio.